Wollen wir uns dann noch treffen? Ja. Und wie lange Also, geht der? jetzt Was keine kostet Ahnung, und die wollen die ganze Zeit irgendwas mit Familie. Das verstehe ich auch nicht so ganz, was die von mir wollen. der? Okay. Das kannst du mir morgen dann mal erklären. Wenn du Ja, mit dem aber das Psychologen Gespräch sprechen ist ja kannst. heute. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Was mit Psychologen? Nee, mit diesem Familiengedings. Was für ein Familiengedings? Naja, da haben schon so Leute halt mal gesagt, so was ich denn von der Familie halte und ob ich nicht eine Familie mag und bla und so und dann drüber reden und keine Ahnung und mal gucken und das, keine Ahnung, ich weiß nicht. Luna? Ups, ja. Oh, ich habe, glaube ich, einen Splitter in die Glastür gemacht vom Shop. Ups. Luna, bitte unterschreibe dort nichts und sage auch nichts zu irgendwas. Ja, lass es bitte. Hey, was soll ich denn dann Tu mir den machen? Gefallen und mach es nicht. Und wenn, dann kommst du vorher zu mir und zeigst mir das. Okay. Bitte tu mir den Gefallen, ja? Ja, ich weiß ja nicht, was dann noch so kommt. Also, oder was halt die. Ja, ich verstehe es noch nicht so ganz. Tu mir bitte den Gefallen, ja? Oh, guck mal. Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich keine Ahnung, ich habe jetzt gleich irgendein Gespräch. Und keine Ahnung, letztens habe ich mit denen auch schon mal geredet und die meinten irgendwas von Familie und ob ich eine Familie haben will. Und ich meine, eine Luna, nein, 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 nein. Was denn? Nein, bitte nicht. Ich habe ja keine Ahnung, was sie die meinten dann so, ja, irgendwas so, also so quasi erstmal so ein bisschen gucken, bisschen Scheiße zusammenbauen und dann. Ja, richtig. Und Genau dann. darum geht's nämlich. Ja, und warte, und dann halt, ja, und dann je nachdem, so, und dann eben, dass man halt immer zusammenhält und Luna, alles, wo ich wie mir können denke, ich Sie kenne die ja befreundet gar sein, nicht wenn du mal in einer richtig. Regierung bist? Hallo, jetzt hör mir doch mal zu. Ich kenne die ja Ich nicht mal weiß richtig. haargenau, was das werden soll. Die versuchen, dich für ihre Gruppierung zu gewinnen. Ja, aber die kennen mich doch nicht mal richtig. Ja, deswegen wollen die dich kennenlernen. Ja, aber wenn die mich nicht richtig kennen, dann. Also ich verstehe das nicht mit der Familie, weil Familie ist für mich irgendwas anderes. Familie ist für die die Gruppierung. Ja, aber ich weiß ja nicht mal, ob die eine Gruppierung sind. Ich habe ja keine Ahnung, was die so Tja, dann. machen. Die wollen dich Das für ihre Gruppierung ist gewinnen. irgendwie voll Deswegen ist es komisch. sein. Hier ist so dunkel und hier ist niemand. Das finde ich irgendwie komisch. Ha? Wo steckst du? Aber du kannst jetzt nicht hierher kommen, sonst hassen die mich. Wieso? Hä? Ja, weil ich mich jetzt mit denen treffe und dann. Kannst du ja nicht, also, so, die machen ja nichts, wir wollen ja einfach nur reden. Also hoffe ich. Luna, pass bitte auf dich auf. Mach jetzt keine Scheiße, bitte. Aber ich mach doch gar keine Scheiße. Ich sag dir, wo ich bin, aber du kommst nicht hierher, okay? Da, wo man dann Zement verkaufen kann. Okay. Auf bei der Baustelle. Nicht für ein Auto. Na gut. 9 Monate später, aber tu mir bitte den Gefallen und begehe jetzt keine Verbrechen. Also heute habe ich noch nichts gemacht. Tu mir den Gefallen und mach es auch jetzt noch für den Rest des Abends nicht, ja? Okay, das kriege ich hoffentlich hin. Ich hoffe es auch. Ich wünsche dir was. Ja, weil wie lange kann ich dich noch besuchen kommen? Kannst mich nachher vielleicht noch besuchen kommen, ja? Okay, dann melde ich mich nochmal. Ich Bis kann dann. nicht garantieren, dass ich Ja, noch lange wach bin. bis dann. Bis dann. Hi. Guten Abend. Sammy, das ist jetzt dein Bewerbungsgespräch. Oh Gott, mein Was für Bewerbung. ein Bewerbungsgespräch? Bewerbungsgespräch halt, ne? Für
Sammy, lass dich einfach drauf ein, dir wird nichts passieren. Der Sammy stellt dir ein paar Fragen und dann kannst du Sammy nachher Fragen stellen. Ich muss mal kurz telefonieren, ich beobachte euch, aber trotzdem. Hey, okay. Hey, wofür bewerbe ich mich denn? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich muss sagen, also, das ist jetzt auch mein erstes Bewerbungsgespräch, in Anführungsstrichen, was ich alleine führe. Ja, also, mir wurde jetzt mitgeteilt, soweit irgendwas. Hättest du Interesse, ich sag mal, halt bezüglich einer Familie? Hey, ich weiß, das, was ihr als Familie definiert habt, ist nicht so meine Art von Familie. Also, das verstehe ich nicht so ganz. Was wäre denn so? Also, du kannst ja gerne mal sagen, was wäre denn so deine Art von Vorstellung, sag ich mal. Also, für mich, Familie ist Familie. Also, halt, entweder wenn mit den Leuten verwandt ist, oder wenn halt, wenn ich sage, dass mir eine Person so viel bedeutet, dass ich mich zum Beispiel vor sie stellen würde, egal bei was, und sie verteidigen würde und mir der Mensch halt alles bedeutet. Das ist für mich Familie. Ja, ja. Was hat er dir denn für Fragen gestellt? Also ich hatte erstmal hauptsächlich gefragt gehabt, bezüglich, yo, was so Vorstellungen halt. Von halt. Du ja, fängst bitte? Das total falsch an. Wie habe ich dir das gezeigt? Du fragst die Person als erstes. Was hast du gemacht, bevor du in den Staat hier eingereist bist? Was hast du bis jetzt in diesem Staat gemacht? Was sind deine Ziele hier im Staat? Die Fragen hätte ich jetzt gerne von dir beantwortet. Also das davor ist nicht so wichtig. Du musst nicht alles detailliert erzählen, reicht, wenn du es grob anschneidest. Du musst schon etwas erzählen. Ja, also ich war im Waisenhaus und dann bin ich von da abgehauen. Ja, und irgendwann bin ich dann hierher. Ja, okay. Was hast du bis jetzt hier so gemacht? Früher war ich voll viel angeln. Jetzt finde ich Angeln echt langweilig. Mache ich nur noch selten. Ich gehe sehr wenig arbeiten. Weil. Ja, weil. Was will ich da? Arbeiten ist Geld verdienen, ne? Ja, aber denn, also ich komme halt auch so über die Runden. Ja, aber wer hat dir das Motorrad bezahlt zum Beispiel? Ich? Wovon? Vom Grundeinkommen. Was wollen die erwarten? Die junge Dame hatte nie eine Familie, findet dann hier Verwandte und die bringen dann so einen 31er. Also ich würde es jetzt 31er nennen. Kann man so nennen, ja. Gar nicht. Ja, so Luna, du hast jetzt von dir erzählt, jetzt darfst du die Fragen an uns stellen. Ja, wer seid ihr eigentlich? Also wie heißt du jetzt nochmal richtig? Weil ich... Ja, aber du hast, war ja mal die Rede von Kevin. Ja, Kevin ist mein bürgerlicher Name. Okay, aber immer noch Alligator, ja. Ja. Hey. Das hier rechts neben mir ist der gute Sammy. Okay. Welcher Sammy? Sammy. Ja, der hat keinen Nachnamen, der heißt Sammy einfach nur. Mit Y. Was ist jetzt... Ding, was ist das jetzt für ein Bewerbungsgespräch, wo ich nicht mal weiß, wofür ich mich bewerbe? Du bewerbst dich für eine Mitgliedschaft in der eventuellen Mitgliedschaft der Familie. Ja, aber ich kenne euch ja gar nicht richtig. Ja, wie gesagt, man macht jetzt hier, darum machen wir ein Bewerbungsgespräch. Sozusagen das Bewerbungsgespräch. Wir gucken, wir klären die Sachen ab. Wenn du Lust hast und wir Lust haben, sagen wir, du ziehst dir gewisse Schuhe an und dann schnupperst du bei uns ein bisschen rein. Ja, aber ich weiß ja gar nicht so... Ja, dadurch lernst du uns ja kennen, durch dieses Reinschnuppern. Aber kann ich nicht euch so mal kennenlernen? Könntest du auch machen, ja. Auf dem Kaffee oder wie? Nein. Kaffee auf was denn? Da habe ich gelernt, dass das doof ist. Ach Luna, nochmal so für dich als Info. Kriege ich raus, dass du mit irgendwem hierüber gesprochen hast?
kommen bestimmt ganz schlimme Männer wieder zu Besuch. Hey, wie, es kommen ganz schlimme Männer zu Besuch? Dann kommen wahrscheinlich wieder die Männer, die damals dein Auto beschädigt haben. Ich habe nämlich rausgefunden, wer das war. Wer war das denn? Den Namen habe ich nicht, aber das sind Typen, mit denen willst du dich nicht nochmal anlegen. Hey, und wieso kommen die dann? Weil ich bei denen was gut habe. Hat sie Sprachverschlagen? Also... Ja? Also es wissen schon Leute, dass jemand mit mir wegen irgendwas mit Familie reden will. Nein, es weiß keiner von irgendwas. Hey. Doch? Wer denn? Ja, ich rede halt mit meinen Freunden und... Du hast deinen Freunden erzählt, dass du ein Gespräch hattest wegen Familie. Ein Gespräch jetzt hier gerade in diesem Augenblick hast wegen einer Familie. Kannst du bitte das Messer wegpacken? Wenn du dann besser reden kannst, auf jeden Fall. Ja, also die wissen, dass das jemand so... Also wir halten fest, die wissen nur, dass du mit jemandem ein Gespräch führst, wegen einer Familie. Ja. Die wissen nicht, mit wem. Also, ich habe Minecraft gesagt, der Volt hat so gefragt und da habe ich halt gesagt, halt so Kevin. Ich wusste ja nicht, dass es so geheim ist. Also du hast nur den Namen Kevin fallen lassen. Ja, sonst weiß ich ja nichts. Ist das für uns ein Sicherheitsrisiko? Ach, du meinst mich? Ja. Ja, ich würde jetzt nee sagen. Ist aber so, es gibt viele Kevins, ne? Hätte die mir das mal früher gesagt, dass ich niemandem davon sagen soll, dass wir jetzt reden. Normalerweise ist das, kommt einem das sofort in den Kopf, dass man, wenn man zu einem Treffen bestellt wird, dass man darüber die Schnauze hält. Hä, aber wenn ich mich mit anderen treffe, dann sage ich ja auch mal jemandem, du, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, du hast keine Zeit, aber du erzählst ihm nicht, was du vorhast, dass du zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch für eine Familie hast. Ich wusste ja nicht mal, dass es ein Bewerbungsgespräch wird. Da wir das ja hier jetzt gerade vor Ort klären konnten und ich mich da meinen Gefallen nicht einlösen muss, alles okay. Alles okay, brauchst du keinen Kopf machen, ich komm. Okay. Solange ich die Hand über dich halte, komm nicht. Also wenn du mich verärgerst, kann ich für nichts mehr garantieren, dass die nicht tatsächlich dann kommen. Okay. Also mich kann man eigentlich nicht so schnell verärgern, aber wenn man mich richtig hart ans Bein pisst und mich verrät, dann schon. Ja, wie gesagt, wir belassen jetzt dabei. Du möchtest uns näher kennenlernen, wir wollen dich näher kennenlernen und vielleicht wird dann ja irgendwann ein Schuh draus.